Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute Rita Ora and Your Song. Heißt Dein Lied. Und wurde klasse übersetzt von der 8. Klasse der Sekundarschule Drei Türme in Hohenmülsen im Burgenlandkreis. Die Geschichte erzählen euch Benjamin und Lea. I woke up with the fittest morning. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte Angst. Aber ich kann dich auf meiner Zungenspitze schmecken. Alleine, ohne Vorwarnung. Du bist an meiner Seite und wir haben eine Grau. Sie scheint unsicher in ihrer Beziehung zu sein. Warum auch immer. Keine Angst, aber ich habe das Gefühl, ich falle. Ich bin nicht stolz, aber ich bin eigentlich die Art von Mädchen, die zuschlägt und dann wegrennt. Kein Risiko. Ich glaube, ich bin voll dabei, wenn ich deine Lippen küsse, wenn mein Herz rast. Ist das für sie vielleicht nur ein Abenteuer? Oder will sie doch mehr? Jetzt sind wir oben, auf dem Haus. Und tanzen auf dem Dach. Dann machten wir Liebe auf der Couch deines besten Freundes. Und dann sagst du, Liebe, das ist, worum es geht. Küss mich weiter und leg die Platte wieder auf. Und jetzt hören wir heraus, dass sie bisher immer Pech in der Liebe hatte. Was sich jetzt geändert hat. Ich will keine traurigen Lieder mehr hören. Ich will nur noch Liebeslieder hören. Ich habe mein Herz heute Abend hier gefunden. Ich will keine bösen Lieder mehr singen. Ich möchte nur noch dein Lied singen. Denn dein Lied hat mir dieses Gefühl gegeben, als wäre ich... Na, als wäre was? Ich bin verliebt. Ja, du weißt, dein Lied hat mir dieses Gefühl gegeben. Oh, schön. Da freuen wir uns für Sie. Your Song, klasse übersetzt von der 8. Klasse der Sekundarschule Drei Türme in Hohenmülsen, könnt ihr euch jetzt nochmal in der SAW Mediathek im Internet anhören. Und die Frage, wann darf ich zu euch in die Schule kommen? Komm, bewerbt euch jetzt auf radiosaw.de. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf Radio SAW.